Hallo und willkommen zu meinem ersten Teil meines vierteiligen Videokurses, die 5 einfachen Schritte zum eigenen Bild. Und nun sind wir schon bei Schritt 2. Die richtige Umgebung. Was denken Sie? Wie wichtig ist die richtige Umgebung und die richtige Stimmung beim Malen? Da es Ihr Hobby ist oder werden soll, ist es sehr wichtig, sich einen Ort zu schaffen, in dem Sie entspannt und in Ruhe Ihre Kreativität ausleben können. Manche von Ihnen haben das Glück, sich an einen ruhigen Ort zurückziehen zu können. Andere wiederum müssen sich erst einmal eine passende Umgebung schaffen, was auch nicht immer einfach ist. Sie sollten eine Umgebung wählen, in der Sie sich wohlfühlen und eine stimmungsvolle Atmosphäre vorhanden ist. Um Ihre Schaffenskraft und Kreativität bündeln zu können, benötigen Sie noch einige Grundvoraussetzungen. Dazu sollten Sie entweder an einer Staffelei oder an einem großen Tisch malen. Das ist nicht nur sehr bequem, sondern auch noch sehr effektiv. Und am besten schützen Sie Ihren Tisch und Ihren Fußboden mit einer Abdeckung, denn angetrocknete Acrylfarbe kann beim Entfernen sehr, sehr hartnäckig sein. Auch Tageslicht ist ein sehr wichtiger Faktor in der Acrylmalerei. Aber dennoch sollten Sie darauf achten, dass Ihr Arbeitsplatz nicht der direkten Sonne ausgesetzt ist, da die Acrylfarben sehr schnell trocknen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, bei Tageslicht zu arbeiten, was an dunklen Wintertagen recht häufig vorkommt, sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung, die dem Tageslicht ähnelt. Wenn Sie alle diese Faktoren beachten, können Sie ganz entspannt und voller Tatendrang mit dem Malen beginnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir hier unter diesem Video einen Kommentar schreiben und mir ein Gefällt mir auf meinen Facebook-Button geben.